Völkerrechtsbruch im feierlichen Rahmen. In einer durchinszenierten Propagandashow besiegelt der Kreml-Chef gemeinsam mit den Besatzungsverwaltern die Annexion der 4 besetzten Gebiete in der Ukraine. Zuvor verdrehte Wladimir Putin in seiner Rede einmal mehr die Tatsachen. Die Ukraine sei der Aggressor. Russland wolle verhandeln, allerdings nicht über die annektierten Gebiete. Die Pseudo-Referenten entsprechen laut Putin dem Willen von Millionen Menschen. И сегодняшние киевские власти должны относиться к этому свободному волеизъявлению людей с уважением и никак иначе. Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать нашу землю всеми имеющимися у нас силами и средствами и сделаем все, чтобы обеспечить безопасную жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа. International werden weder die inszenierten Abstimmungen noch die völkerrechtswidrige Annexion anerkannt. Die EU verurteilte die Gebietsaneignung scharf, die USA verhängten weitere Sanktionen gegen Russland. Die Ukraine beantragte einen beschleunigten NATO-Beitritt.